Also ich brauche nur einen einzigen. So. Sehr schön. Ja, kannst du gleich behalten. Schenke ich dir. Gut, in Emerald Hammer. Ja, genau. So, und du musst mindestens trotzdem mal den ganzen anderen Rotz, den wir nicht mehr brauchen, mal weg hier. So. Genauso wie dich brauchen wir nicht. Dich, halt, dich könnte man noch. Egal. So, dann sind wir hier auch wieder. Übrigens, Grauwolf hat sich hier eine riesen Mühe gegeben. Hat ja eine schöne Weizenfarm und Kartoffelfarm, Weizen gemacht. Und schöne Tierboxen gebastelt. Finde ich richtig gut. Gefällt mir. Starke Leistung. Also, wenn Grauwolf was macht, macht das auch richtig gut. Genauso wie. Na, der Frankie. Grüß Frankie übrigens. Alle anderen. So, schwuppdiwupps sind wir zurück. Jetzt brauchen wir auf alle Fälle noch einen Zombie. Blaze, ja, das trifft sich alles gut. Den Schüssel, den werden wir mal kurz hier dahin tun. Gut, wir brauchen noch eine Seele. Ne, warte mal. Dich brauchen wir, dich brauchen wir, dich brauchen wir. Wo ist es denn? Ach, ich brauche ja zwei davon. Bin ich nicht gut? Ich brauche zwei davon. Dann brauche ich zwei Enderköpfe. Ich würde sagen, das forme ich dann bis zum nächsten Mal. Weil zwei Enderman-Köpfe habe ich nicht. Ich habe ja nicht mal Ehen. Ich habe nicht mal einen Enderman-Kopf. Okay. Dann müssen wir es anders machen. Dann nehmen wir erstmal den Strom, den wir hier haben. Ich muss sowieso. Wo ist denn meine Farm? Die ist hier. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe eine Idee. Irgendwie klappt das. Da muss ich eben nochmal normale Pipes bauen, ist auch kein Problem. Ihr seht gerade gar nichts, da habe ich Vermutung. So, mal Licht machen. Habe ich ein Glück. Aber ich brauche noch mehr von diesen großen Konduits hier. Genau, von diesen Resonant-Konduits. Das machen wir mal ganz schnell welche basteln. Zip. Und dann können wir den direkt an den Reaktor anschließen. Das ist irgendwie mal ein bisschen schneller und besser, als wenn wir jetzt hier aber so eine also hier so eine Dings brauchen wir auch noch. Baue ich noch. Ja, so ein Dimensionsreservoir, weil da kann man noch schöne andere Sachen machen. Damit, okay, was brauchen wir? Ender Conduits, da brauchen wir, wie stellen wir die her? Vibrant Alloy. Und dazu müssen wir Energy und Enderperlen verbraten. Hier habe ich noch Ehen, habe ich noch hier drinne. Enderperlen habe ich genug. Diese komischen Energy-Dings habe ich auch. Und dann brauchen wir noch was noch. Rup. Das war's eins schon. Das ist ja kein Problem. Ach nee, jetzt muss ich erstmal Furnace All Smelting. Alloy Smelting erstmal wieder eingehen. Zack. Acht Stück. Machen wir mal neune. Hier eine Enderperle noch. Und noch in so ein Teil. So, währenddessen können wir uns mal überlegen, was wir denn eigentlich erstmal für Schwerter nehmen. Ich hatte mir eigentlich überlegt, ich nehme mein Superschwert von oben. Aber für den Anfang. Für den Anfang werde ich aber erstmal was anderes verwenden. Genau, Rottenfleisch brauchen wir auch noch. Habe ich sogar noch was da.
Karottenfleisch brauchen wir noch und Niederwarzen brauchen wir noch. Und die Niederwarzenform ist im Unaufbau. Ach ja, ach ja. Herzlich willkommen übrigens in der zweiten Folge. Hier ist euer Bloody Blood Dragon. Der gerade vergebens versucht, hier was zu basteln. Nein, die Enderform, die läuft jetzt. Das kriege ich jetzt hin. 17. Da kommen eh jetzt noch. Sehr gut. So, beim letzten Folge habe ich euch ja, wie gesagt, gezeigt, ne? Ich nehme mal mit hier. Habe ich euch ja gezeigt, wie man hier. Das nehme ich mal kurz mit. Also was man also schön noch bauen kann, was man also brauchen für die Monsterform. Und da hatte ich eigentlich beschlossen, dass ich eigentlich die Dings baue. So reicht's. Wenn dann vielleicht gerade so, hä? Gut, weil die hier spucken nämlich bis zu 400 RF aus, aber die schließe ich jetzt noch nicht an. Denn ich möchte ja erst einmal was anderes bauen. Und zwar möchte ich erstmal noch meine Niederwarzenform bauen. Die bauen wir noch schnell an. Zip. Und ich höre es immer noch blubbern. Vielleicht hört es ja auch blubbern. So, zumindest haben wir hier schon mal. Gut, das haben wir. Und jetzt lasse ich hier zumindest, wie ihr seht, hier habe ich alles drin. Was wir denn brauchen. Und das stellen wir das Ding mal kurz auf hier. Und machen wir mal kurz den Ausgang. Nö. Achso, Ausgang. Zack, das Teil ist gebaut, sehr schön. Jetzt brauchen wir dich wieder ab. Und wie ich mir bestimmt denken kann, habe ich bestimmt die ganzen anderen Steine vergessen, das macht nichts. Und zwar muss ich glaube nur noch was einstellen. Erstens, die Container. Diese neuen Stück, genau. Dann muss ich hier noch einstellen, Items, Niederwarzen, Target, okay, Inventory, Kiste. Output Kiste. Kiste. Und hier unten müsste Input. Ne, hier müsste Kiste sein. Und unten Target Barrel. Ist sogar noch drin, könnt ihr mal sehen. So, und wo habe ich jetzt meine Niederwarzen? Die habe ich hier. Müssten sozusagen auch gepflanzt sein, genau. Und wenn die jetzt größer werden, baut es das ab. Eine coole Sache. Schöne wieder Monster in der Nähe. Kann man sich auch was abbauen. So. Und alles, was dann sozusagen auch zu viel ist, geht ins Barrel und das, was halt nicht zu viel ist, eben nicht. So, lassen wir erstmal in Ruhe bauen. Hier vorne haben wir ja erst einmal Niederwarzen drin und Zombiefleisch haben wir jetzt auch drin, 33. Oh, das reicht zumindest ein bisschen. Und gut. Jetzt können wir die ganze Sache eigentlich mal in Betrieb nehmen. Ich will nur mal schnell pennen gehen. Jetzt nehmen wir die ganze Sache in Betrieb und hoffen, dass es funktioniert. Währenddessen ich jetzt den Strom anschließe, kann das schon mal laufen.
Und genau. Ich muss das hier unten Ausgang, Ausgang, Eingang, Ausgang, Eingang, Eingang, Ausgang. Nützt nicht. Ich könnte jetzt jedes alles hier unten anschließen, aber es wäre mir jetzt gerade ein bisschen zu viel Friemelei. So, und wenn alles geklappt hat, ist unten Ausgang, genau. Hier ist ein Ausgang und da müsste jetzt die ganze Sache drüben mit Strom versorgt sein. Ich gehe mal rüber. Ich müsste einfach mal gucken. Es zieht Strom. 400 RF pro Tick gehen übrigens raus. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich könnte jetzt alle anschließen, das wäre dann eine doppelte Menge. Aber so viel kann der Reaktor gar nicht produzieren. Also mindestens für die Endermans. Produktion wird das gar nicht ausreichen. So. Pull, Push, genau. Ne, halt. Genau, hier geht alles raus. Das Zeug läuft schon. Und dass du das sozusagen die Monster-Joes hier befüllen. Der erste Zombie ist schon aktiv. Den werden wir mal ausschalten. Da wurde schon rangeholt von den Obelisken. Und den werde ich jetzt mal hier noch ein Schwert verpassen. So, Nutrient-Tank läuft voll. Ich will hoffen, dass das Zombie-Fleisch und Koch alles reicht, was wir gerade haben. Sieht ganz gut aus. Hier sieht es hoffentlich auch ganz gut aus. Werden wir sehen, ob es funktioniert. So. Ich werde mal noch schnell die Schwerter basteln. Auf alle Fälle wird es da drin ein bisschen laut werden, in der ganzen Geschichte. Naja, das lässt sich dann vermeiden, indem man so einen Tonmuffler baut von extra Utilities. Hilft nicht nur gegen Schafe und Kühe, weil diese mühen und mähen. Das kann ja auch mal auf den Sack gehen. Tierisch auf den Sack gehen. So, den werde ich jetzt mal noch schnell ein paar schöne Schwerter basteln. Dann nehmen wir doch am besten mal Diamantschwerter. Haben wir noch? Haben wir nicht mehr, ne? Dich und dich tun wir mal hier oben hin. So. Dich und dich und dich und dich und dich tun wir mal da hin. So. Vier. Rob. So, da werden wir mal noch ganz schnell den Schwert bauen. Okay, eine Schaufel, ein Schwert, zwei Stück. Die werde ich dann eventuell mal noch verzaubern. Das wäre eigentlich auch mal eine Idee. Könnte man eigentlich tun. Aber ich werde dann hier von entweder von Tinkers Construct, das werde ich gleich mal testen, ob das funktioniert. Werde ich ein Schwert bauen. Oder von Extra Utilities. Da muss ich aber erstmal so eine Sichel basteln. Da muss ich erstmal sehen, ob ich das so hinkriege. Hier gebe ich das goldene Schwert. Und hier gebe ich meins. Das geht dem schon mal nicht. Gut, also gebe ich auch ein Gold, dann gebe ich auch so ein Diamantschwert. Gut, Killer Joes sind aktiv. Spawner ist auch aktiv. Und dann schauen wir mal. Killer Joes funktionieren auch schon. Sehr schön. So. Das werden wir mal einstellen, dass hier nach hinten weg
Pull, die gepusht wird, sprich Push also raus. Push, so. Und schon läuft das alles unten in den Tank hier unten rein, ne? Coole Sache. So. Gegenstände werden auch gesammelt, zum Beispiel ja, Zombie-Köpfe und so. Und das kann alles, was halt nicht reingehört, das kann dann sozusagen hier unten hin, in die Kiste. Und sonst. Oh, coole Sache. Läuft die Form schon mal. Sehr gut sogar. Und das muss halt, wie gesagt, jetzt eine ganze Weile mitlaufen, weil die brauchen halt die Flüssigkeit, damit die überhaupt kämpfen können. Ne? So, hier brauchen wir 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 Fasaden. Achte, 9, 10 mal Fasaden. Die hab ich schon noch da. Und ja, den Rest noch. Du musst noch ein bisschen verkleiden und dann kann ich dann später mal offline, werde ich das hier hinten noch verbinden mit hier vorne. Beim nächsten Mal brauchen wir dann halt, wie gesagt, die Pflanze dazu. Hoffentlich sind die Monster gerade für mich ziemlich laut, ey. Mann, 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 ich hoffe, euch ist es nicht so laut. Schauen wir mal. Ganzen Monstergeräusche nebenbei, das sind ein bisschen Hammer, ey. Mann, Mann, Mann. Gut, 10 Fasaden, die haben wir gerade noch so da. 10 Stück, genau. Zack. Dich nehmen wir noch mit. Mein Husten ist übrigens schon bis gerade mal festgestellt. Ein bisschen besser geworden. Auch noch ein bisschen. So, noch einen Schluck trinken. Schön. Dann steht zumindest die Zombie-Form schon mal. Das ist schon mal ganz gut. Muss ich auch mal noch sehen. Das Zombie-Fleisch muss ich ja dann auch mal noch mit dahin verbinden. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Dass das Zombie-Fleisch noch in die Kiste kommt und das andere Bärbel kommt. Mal gucken. Lass schon was einfallen. Auf alle Fälle tue ich erstmal ins machen für mich selber. Erstmal kurz. Hostile Creatures. Genau, die werde ich mal wieder runterstellen. Warum es hier den Sound jedes Mal irgendwie, keine Ahnung, warum es denn zurücksetzt. Ich weiß es nicht. So. Monsterform läuft noch. Und anscheinend müssen wir auch ein bisschen so stehen, dass das auch alles so angenommen wird, ja. Gut. Dum dum. Dum dum dum. Hier machen wir erstmal zu. Da können wir eine Fassade hinmachen. So, dann können wir hier zumachen. So. Hier kommt eine Fassade hin, dort eine und hier eine. Dann kommt hier eine hin, hier eine hin und hier eine hin. Dort unten hab ich's noch vergessen. Macht nichts. Da kommt da eine hin, da eine hin. Und nicht vergessen, du musst hier auch noch eine hinmachen. Zack. So, das hier können wir ja offen lassen, damit wir mindestens wissen, welche Farbe welche ist erstmal. Und dann tun wir das hier immer noch schnell verkleiden hier. Ich habe das nämlich gemacht mit Erde, also das ist sozusagen Erde drin. Die Erde könnt ihr weglassen. Ich habe das nur unten drunter gemacht. Warum will ich auch nicht? Das hat einfach gelassen. Ich glaube, ich muss ohne Erde drunter sein. Genau. So. 37. Sehr schön. Oh, hier ist ein Zombie ausgebüxt.
Das kann natürlich. Kann passieren, sollte nicht. So. Das kann man zum Beispiel jetzt alles hier rein tun, zack. Kartoffel zum Beispiel noch. Zombiefleisch kann man ja woanders hin tun. Zombiefleisch kann man hier hinten rein tun. Ja. Sieht ganz gut aus. So, und alles, wie gesagt, was runterfällt, kommt hier rein und sonst, boah, alles sonst hier rein. Sehr gut. Funktioniert tadellos. Einwandfrei sogar. Das kann man bitte laufen hier. Und dann werden wir ja mal sehen, was hier so Schönes rauskommt. Ne? Hier, wie gesagt, ist noch, werde ich noch das so verbinden mit so einer grünen Pflanze, dass es ein bisschen besser wächst. Dann werde ich hier noch offline, werde ich zumindest mal noch Dems Barrel mit dem Barrel hier verbinden. Werde ich rausziehen lassen sozusagen. Und ja, da würde ich sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr könnt die ganze Sache bitte nachvollziehen, bitte nachbauen. Oder ich habe euch vielleicht einen Denkanstoß gegeben. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hinterlassen. Und vielleicht auch ein paar Kommentare eventuell. Verbesserungsvorschläge kann ich auch annehmen. Also nehme ich auch an. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielleicht mit dem Grauwolf, schauen wir mal. Und ich sage euch dann, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Bloody Blood Dragon.